Ja, wir wollen dann jetzt auch mal beginnen mit ein paar Minuten Verspätung, aber nichtsdestotrotz legen wir los. Wir haben schon im Vorfeld Fragen gesammelt. Ich bitte auch um Verständnis, dass wir nicht alle Fragen tatsächlich vielleicht drannehmen können aufgrund der Zeit, aber wir schauen mal, wie weit wir kommen. Als allererstes hatten wir jetzt so ein bisschen sortiert und haben gesehen, es gab eine Frage zum Thema Rassismus, wie man damit umgeht. Und da gab es halt die Frage an die Susanne, der legendäre Blumenstraußwurf vom letzten Jahr, dem Kämmerich vor die Füße, ist noch vielen in Erinnerung geblieben. Und da hat einer jetzt gefragt, wie geht man im Parlament mit Rassisten und Faschisten um? Susanne, du hast das Wort. Ja, schönen guten Abend, schön bei euch zu sein. Ich habe Katja Maurer mitgebracht, unsere Fraktionschefin aus dem Erfurter Stadtrat, als auch meine Fraktionskollegin im Thüringer Landtag. Ja, wie geht man mit Rassismus um und was macht man eigentlich mit Nazis im Parlament? In jedem Fall ist die erste Devise ausgrenzen. Nicht mit ihnen reden, ihnen keine Mittel zu geben, dass sie in irgendeiner Form Politik tatsächlich mitgestalten könnten. Ihnen bei jeder Gelegenheit zu widersprechen und ihnen nichts durchgehen zu lassen. Gleichzeitig natürlich auch das, was Sie am Rednerpult behaupten, immer wieder zu widerlegen, weil da ganz viele Verschwörungstheorien drunter liegen, ganz viele Lügen, ganz viele Behauptungen, die einfach so nicht stimmen. Und ihr wisst ja vielleicht, dass wir in Thüringen auch noch Björn Höcke als Fraktionsvorsitzender der AfD im Parlament sitzen haben. Und Katja und ich, wir können regelmäßig uns einfach nur schütteln vor lauter, also tatsächlich völlig abstrusen Behauptungen und einer Menschenfeindlichkeit, die man kaum ertragen kann. Deswegen aus unserer Sicht habe ich es klar gesagt, Nazis gehören ausgegrenzt, die AfD sind Rassisten, sie sind Nazis. In Thüringen kann man sie getrost als in Grundzügen faschistische Partei bezeichnen. Und mit solchen Leuten macht man keine Politik und lässt sie auch keine Politik machen. Ja, vielen Dank, Susanne. Ja, ausgrenzen auf keinen Fall in irgendeiner Form mit Ihnen zusammen machen. Und das Thema hat aber noch mehrere Menschen bewegt. An Janine gab es da auch eine Frage. Wir haben ja in Hessen auch eine ganze Menge Anknüpfungspunkte, was gerade auch rechte Gewalt angeht. Wir haben den Mord an Halit Joschka, NSU 2.0. Wir haben ganz viele, ja, Tötungsdelikte. Wir hatten 2019 den Mord an Walter Lübcke. Wir haben sehr viele Bedrohungen, wo du ja selbst auch von betroffen bist und warst, Janine. Viele linke Politikerinnen auch. Eine Rechtsanwältin, Seda Bajayildiz, die Kabarettistin Ida Baydier. Alle sind sie bedroht worden und es ist ja auch so ein Stück bezeichnend, dass es da in der großen Zahl eben die Frauen auch trifft, die bedroht werden. Und da gibt es jetzt die Frage, wie gehst du auch so als Betroffene mit dieser Thematik um und auch im Parlament, aber auch ansonsten auf der Straße? Ja, es ist sehr richtig gesagt worden, dass in Hessen wir ein echtes Problem haben mit rechter Gewalt, mit rechtem Terror. Es hat in Hessen den NSU-Mord gegeben an Halit Yozgat. Es hat den Mord an Walter Lübcke durch einen ja bekannten Neonazi. Gerade hat sich der Anschlag von Hanau zum ersten Mal gejährt, wo innerhalb von wenigen Minuten 9 junge Menschen ermordet wurden aufgrund ihrer vermeintlichen Herkunft. Auch den Anschlag in Wächtersbach, das Opfer ja schwer verletzt überlebt hat, glücklicherweise. Also es reiht sich ein und NSU 2.0 ist erwähnt worden, dass ja zwischenzeitlich gegenüber 70 Polizeibeamtinnen und Beamte ermittelt wurden wegen unterschiedlicher rechter Umtriebe. Und das zeigt, wir haben in Hessen wirklich ein Problem.
Und jetzt sind rechte Netzwerke gefährlich, wenn sie in der Gesellschaft vorhanden sind. Aber es wird natürlich besonders gefährlich, wenn sie reinragen in die Sicherheitsbehörden, wenn sie reinragen in die Polizei oder in die Bundeswehr, weil man dort einfach Zugang hat zu hochsensiblen Daten, Zugang zu Waffen und natürlich auch eine Ausbildung an der Waffe hat. Und das ist natürlich das Krasse bei den NSU 2.0-Drohungen, dass eben von mindestens 3 hessischen Polizeidienststellen aus den Polizeicomputern eben Daten abgefragt wurden von Betroffenen und danach eben Morddrohungen verschickt wurden. Und ich denke, dass dagegen natürlich nur hilft, sich gesellschaftlich zu vernetzen, Solidarität zu üben. Ich will nochmal deutlich machen, dass natürlich die Menschen, die am allermeisten betroffen sind von rechter Gewalt und von Anfeindungen, sind ja nicht Politikerinnen und Politiker nur, sondern vor allem Menschen, die aufgrund eben ihrer Hautfarbe, ihres nicht deutschen Namens, ihrer Religion und ihrer oft unterstellten Herkunft Opfer sind von rassistischen Anfeindungen, die tagtäglich bepöbelt werden. Und darüber müssen wir auch reden, über diesen alltäglichen oder strukturellen Rassismus. Und das ist mir auch in Hanau nochmal sehr deutlich geworden. Ich war jetzt einige Male relativ häufig da gewesen und da ist natürlich sehr, sehr viel unglaubliche Trauer. Aber da ist auch einfach berechtigterweise sehr viel Wut, weil die Menschen sagen, es ist so schwer, mit einem nicht deutschen Namen eine Wohnung zu finden oder einen Arbeitsplatz. Man kommt dauernd in anlasslose Polizeikontrollen, Racial Profiling, wo vor den Augen von Nachbarn, von Passanten, man dauernd irgendwie von der Polizei durchsucht wird und unter Generalverdacht gestellt wird. Unsere Eltern erzählen uns, wir müssen uns in der Schule mehr anstrengen als andere Kinder, weil wir eben nicht die gleichen Chancen haben. Und all das, finde ich, müssen wir auch als Linke aufnehmen und deutlich machen. Wir sind die laute Stimme gegen Rechts, wir sind die laute Stimme gegen Rassismus. Rassismus ist ein alltägliches Problem, es ist ein strukturelles Problem, es gibt natürlich auch Rassismus in den Behörden und all das müssen wir bekämpfen und notwendig ist eben zum einen die rechte Gefahr ernst zu nehmen, nicht immer über Einzeltäter reflexhaft zu reden und Einzelfälle, sondern die dahinterliegenden Netzwerke endlich ernst zu nehmen und wir brauchen eine Stärkung der zivilgesellschaftlichen Bündnisse, der Demokratieprojekte, der Bündnisse gegen Rechts, ja, die ja auch in der Vergangenheit eher oft kriminalisiert wurden und in ihrer Arbeit gehindert wurden, weil gegen die Gefahr von rechts hilft uns nur eine gesellschaftliche Solidarität und ein Zusammenschließen im Kampf gegen Rassismus und rechte Gewalt. Ja, vielen Dank, Janine. Genau, es sind eben nicht laute Einzelfälle, sondern es ist wirklich strukturell, was da passiert. Und ich finde das auch ganz wichtig, was du gesagt hast, oder ihr beide ja auch. Man muss sie ausgrenzen und man muss solidarisch mit allen Menschen sein, die von Rassismus eben betroffen sind. Wir haben noch ein zweites Thema, was ja alle Menschen im Moment auch sehr bewegt, ich glaube uns eingeschlossen auch. Das ist halt das Thema Corona, mit dem wir uns ja jetzt auch schon seit einem Jahr beschäftigen müssen. Und hierzu haben wir jetzt auch noch Fragen bekommen. Da gibt es eine Frage an Janine. Du bist ja auch im Landtag zuständig für Kunst und Kultur. Und viele Menschen sind ja gerade auch jetzt durch Corona stark betroffen, weil sie einfach nicht mehr arbeiten können. Ja, Künstler in allen Bereichen, sei es Musiker oder am Theater. Wir haben die vielen kleinen Solo-Selbstständige, die im Moment gar nicht wissen, wie sie über die Runden kommen sollen. Und die kleine Kneipe um die Ecke. Und es gibt so viele, die sind betroffen, sei es die Kinos. Die wissen einfach nicht mehr, wie können sie überleben. Und da ist die Frage an dich, was sind da die linken Perspektiven und Pläne? Was können wir diesen Menschen bieten, damit sie aus der Krise kommen? Ja, ich finde erstmal, dass gerade auch die Kulturschaffenden ja in dieser Krise nicht nur einfach um ihre eigene Existenz kämpfen, was natürlich wichtig genug ist, sondern sie kämpfen ja auch darum, wie diese Gesellschaft aussieht nach der Corona-Krise. Und ich finde wichtig, dass wir deutlich machen, Kultur ist systemrelevant und Kultur ist, ist ganz entscheidend für diese Gesellschaft und die Menschen, die darum kämpfen, dass ihre Kultureinrichtungen überleben, tun das eben für die Gesellschaft insgesamt, weil wir uns die Frage stellen müssen, wie sehen denn unsere Städte, unsere Orte aus nach der Krise?
Gibt es dann das kleine Programmkino noch? Gibt es die Musikschule noch? Gibt es die Musikkneipe vielleicht noch, in der Bands auftreten können? Und gibt es das kleine freie Schauspielensemble noch? Und deswegen finde ich, muss man sehen, dass es hier eine totale Schieflage gibt, dass bei großen Konzernen die Milliardenspritzen sehr locker sitzen, aber die bei den Verteilungen der Hilfen eben viele durchs Raster fallen, leer ausgehen. Und da sind es eben gerade auch die Solo-Selbstständigen, die Kulturschaffenden, die am Anfang kaum berücksichtigt wurden und einfach mit Grundsicherung abgespeist werden sollten. Und da haben wir gesagt, wir brauchen sowas wie ein Pandemie-Übergangsgeld, damit die Menschen eben ihre Mieten bezahlen können und ihre Lebenshaltung weiter bestreiten können. Und wir brauchen gezielte Hilfe eben auch für die Kulturschaffenden, für die Solo-Selbstständigen, um diese Schieflage eben zu beseitigen. Dazu gehört auch, dass es Mietschuldenfonds geben muss, und dass es grundsätzlich eine Ausfinanzierung geben muss eben der Kultureinrichtung. Man muss ja sagen, schon vor der Krise haben wir ja das Problem gehabt, dass viele projektfinanziert sind, dass wenig institutionelle Förderung gibt. Das heißt, viele sehr kurzfristig immer nur planen können. Und da brauchen wir eine gute Ausstattung von Kunst und Kultur in dieser Krise ganz besonders. Ja, vielen Dank, Janine. Genau. All diese Menschen brauchen da viel Unterstützung, damit unsere Städte und Gemeinden nach Corona nicht einfach nur noch leer werden und Kunst und Kultur einfach verschwindet. Susanne, an dich gab es zu diesem Themenfeld auch eine Frage, und zwar: Wie kann man in der Krise genau diese Arbeitsplätze auch stützen, stärken? Was kann man tun, um jetzt die kleinen Solo-Selbstständigen, die Kunst- und Kulturschaffenden, wie kann man die ganz konkret jetzt retten? Na, ganz so einfach ist ja die Antwort nicht, weil das, was Corona ja ausmacht, ist es, dass es eine starke soziale Komponente hat. Das heißt, es sind schon mal diejenigen mehr gefährdet, die in beengten Wohnverhältnissen leben, die finanziell auf einem sehr niedrigen Level unterwegs sind und die eigentlich Tag für Tag auch darum bangen, dass sie ihre Aufträge ausfüllen können, dass sie ihre Auftritte haben, dass sie ihr Foto, ihr Bild, ihre Kunst verkaufen können. Und was wir immer vergessen tatsächlich ist, dass diese Menschen ja auch Familie haben. Deswegen ist es nicht ganz so einfach, also in der Regel auch Familie haben, oder die es ja auch zu schützen gilt. Und deswegen, glaube ich, muss man da mehrere Wege gehen, um Menschen so generell, egal in welchem Beruf sie jetzt arbeiten, schützen zu können, auch in einer Pandemie, die möglicherweise jetzt noch nicht vorbei ist. Das eine ist natürlich, dass wir so etwas wie ein Pandemieüberbrückungsgeld auf den Weg bringen müssten, was bedeutet für Solo-Selbstständige eben nicht nur ihre Auslagen zu finanzieren, sondern auch noch die Betriebskosten. Das ist ja das große Problem, warum Selbstständige gerade von allen Förderungen irgendwie am wenigsten haben, weil einfach ihre Betriebskosten nicht angerechnet werden, zum Beispiel. Oder auch für Angestellte ein Kurzarbeitergeld von mindestens 1.200 Euro auf den Weg zu bringen, damit wir zumindest eine Existenzsicherung haben, die weit über dem ist, was eine Grundsicherung namens Hartz IV bietet. Oder wir haben in Thüringen zum Beispiel, wenn es auch um Auszubildende geht, um Ausbildungsplätze zu sichern, haben wir Unternehmen Prämien gezahlt, damit sie diese Auszubildenden behalten. Und wenn sie noch mehr Auszubildende einstellen, auch nochmal eine Extraprämie. Auch da haben wir de facto ein Problem bei uns mit den Solo-Selbstständigen, mit Künstlerinnen und Künstlern, viele Handwerksbetriebe tatsächlich wegbrechen und damit natürlich auch ein Stückchen weit Zukunft und Ausbildung. Was ich finde, was ein richtiges Problem ist, ist das ganze Thema Mieten, das Halten von Wohnungen. Es ist ja schon mal gut, dass es zumindest in der ersten Phase die Kündigung und das Zwangsräumen von Wohnungen nicht möglich waren. Ich finde, das sollte grundsätzlich in der Bundesrepublik gelten, dass Zwangsräumungen nicht vorgenommen werden in dieser Bundesrepublik. Das könnte man auch fortführen. Was wir weiter fortführen müssen, auch um pandemie- und krisenfest zu sein, und jeder hat auch zum Teil mal seine eigene Krise ohne Pandemie, ist, dass Strom- und Wassersperrungen einfach nicht stattfinden. Das ist nur einziges notwendiges Mittel für Strom und Wasser für Menschen, um zu leben. Die sogenannte Daseinsvorsorge, das gehört einfach garantiert. Und wenn man sich all das anschaut,
steht ja unsere komplette soziale Existenzsicherung, ähnlich wie unser komplettes Gesundheitssystem nach der Corona-Pandemie auf der Tagesordnung reformiert zu werden. Bedeutet also, eigentlich brauchen wir tatsächlich eine Grundsicherung, die sanktionsfrei ist, die vermögensprüfungsfrei ist und die mindestens 1200 Euro umfasst. Das müsste der Standard in Deutschland sein. Die Linke wird dafür kämpfen und eintreten. Und es ist eine Antwort, um hier große, große Lebensbereiche zu sichern. Nicht nur dafür, dass wir uns wieder im Theater die besten Stücke anschauen können oder uns die besten Fotos kaufen oder die beste Mucke hören, sondern eben auch, weil immer Familien und Menschen dahinter stehen, die genau von ihrer Kreativität leben. Ja, vielen Dank, Susanne. Genau, du hast da jetzt auch nochmal ganz wichtige Themen angesprochen. Also das ist auch das, was die Menschen gerade umtreibt. Wohnen, kann ich mir morgen noch die Miete leisten? Oder habe ich morgen überhaupt noch meinen Arbeitsplatz? Manche Menschen haben ihn auch schon verloren. Also sind ja wirklich sehr existenzielle Dinge, die die Menschen jetzt gerade umtreiben. Und zu dem Thema hat uns jetzt auch noch eine Frage erreicht, die betrifft halt so diese, ja, durch die Mutation jetzt, wo die Inzidenzzahlen auch wieder hochgehen, soll man jetzt eher lockern oder soll man weiter verhalten bleiben? Und wie ihr einfach dazu steht, wie man jetzt mit dieser Situation umgehen soll, weil wir ja auch von dem Impfstoff noch weit entfernt sind, dass die gesamte Bevölkerung durchgeimpft ist. Also wie ist da eure Haltung dazu? Was würdet ihr da jetzt machen, wenn ihr die Möglichkeit hättet? Janine? Ja, ich finde, das Problem ist ja, dass man die Rahmenbedingungen überhaupt nicht geschaffen hat, unter denen man öffnen kann. Also natürlich verstehe ich total, dass die Menschen zum einen sich Sorgen um ihre Existenz machen, aber zum anderen eben auch gerade auch die Enge in den Wohnungen zum Teil nicht mehr aushalten und natürlich dringend Lockerungen und Öffnungen wollen. Ich finde, das Problem ist, dass die Grundvoraussetzungen einfach nicht geschaffen sind durch die Politik dieser Bundesregierung. Und dass jetzt, was jetzt gerade beschlossen wird, das birgt die Gefahr für eine dritte Welle. Und dass das ganze Erreichte aus den letzten Monaten einfach komplett kaputt gemacht wird. Weil natürlich wäre es notwendig, dass es zum Beispiel ausreichend Schutzausrüstung gibt. Das heißt eben auch kostenfreie FFP2-Masken für alle, die sie sich sonst nicht leisten können. Weil ich meine, die Hartz-IV-Bezieherinnen und Bezieher haben einmalig 150 Euro Zuschlag bekommen. Das ist natürlich ein Witz angesichts der Tatsache, dass die kostenfreien Mittagessen zum Teil weggefallen sind in der Schule und in der Kita, dass man zusätzliche Kosten hat eben für die Masken. Die Gesundheitsämter sind nicht vernünftig aufgestockt worden. Das heißt also, die Kontaktnachverfolgung, die so dringend notwendig ist, ist nicht sichergestellt. Und jetzt wird geöffnet bei Inzidenzen von deutlich über 60, bei steigenden Zahlen. Die Impfquote liegt bei etwa 6% und das ist auch nur die einfache Impfung. Und die Teststrategie steht auch nicht. Und das ist das ganze Problem, dass zum einen die Impfstrategie nicht funktioniert, also dass man mit öffentlichen Mitteln Impfstoffe erforscht werden, aber man sich nicht um die Produktion dieser Impfstoffe kümmert, ist natürlich ein riesiges Problem. Und da sagen wir ganz klar, die Rettung von Menschenleben und die Gesundheit der Menschen ist wichtiger als die Patente der Pharmakonzerne. Deswegen weg mit den Patenten, her mit den Lizenzen. Das wird uns jetzt in den nächsten 2-3 Wochen sicher nicht mehr Impfstoff kurzfristig bringen, aber diese Pandemie wird auch nicht im Herbst vorbei sein, weil wir zum Ersten gar nicht wissen, wie lange der Impfschutz tatsächlich hält. Und wir müssen die Pandemie weltweit bekämpfen und das ist auch heißt auch Solidarität mit dem globalen Süden, dass es eine gerechte Verteilung von Impfstoffen gibt und zwar nicht nur für die reichen Länder. Auch die ganze Organisation des Impfens ist echt eine Katastrophe, dass über 80-Jährige da stundenlang in Warteschlangen, in Telefonschlangen, Warteschlangen gehangen haben und nicht durchkamen. Also all das sind einfach riesige Versäumnisse und auch bei der Teststrategie, ich meine, auf die Idee muss man erstmal kommen, dass man jetzt Spahn und Scheuer, also ausgerechnet Andi Scheuer, den Minister, der wirklich alles versemmelt hat, was er angepackt hat in seiner Zeit als Verkehrsminister, dass der jetzt sich um die Teststrategie kümmern soll, das ist natürlich wirklich Hanebüchen. Und ja, natürlich, wenn es wirklich die kostenfreien Tests gäbe, dann könnte man natürlich auch deutlich mehr öffnen, immer mit Masken und mit Abstand.
Aber das passiert ja nicht und ist einmal die Woche ein kostenfreier Test für alle. Wenn ein Test eine Aussagekraft hat von 6 bis 8 Stunden, ist das natürlich viel zu wenig. Das müsste deutlich mehr sein. Die Arbeitgeber müssten auch verpflichtet sein, für die Menschen in Präsenz kostenfreie Tests zur Verfügung zu stellen. Und in Deutschland wird einfach immer noch viel zu wenig getestet. Deshalb würde ich sagen, die Grundvoraussetzungen sind einfach nicht geschaffen und wir laufen Gefahr, in die nächste, also wirklich nochmal richtig, dass die Zahlen nochmal sich deutlich erhöhen und das gefährdet das Leben von Menschen und natürlich auch die Gesundheit von Menschen, weil wir ja wissen, es gibt auch Menschen, die Covid-19 überleben, aber schwerwiegende Folgen davon tragen. Und das ist, finde ich, die Hauptkritik und auch, also auch, dass die Schulen nicht darauf vorbereitet sind, sondern damit einfach völlig im Regen stehen gelassen werden, dass die Kommunen überhaupt nicht wissen, wie das jetzt mit der Teststrategie ist. Also all das ist wirklich eine desaströse, also desaströs und deswegen diese Rahmenbedingungen, die müsste man eben schaffen. Ja, vielen Dank, Janine. Ja, die Frage wurde auch für dich, Susanne, gestellt, inwieweit öffnen, wie weit ist die Gefahr eines dritten Lockdowns, weil viele Menschen sind ja auch so ein Stück weit unzufrieden, weil sie sagen, wir haben ein super gutes Hygienekonzept, dürfen aber nicht aufmachen und empfinden das als große Ungerechtigkeit. Ne? So Discounter dürfen alles verkaufen, aber dann andere Einzelhändler eben nicht. Und das beschäftigt halt die Menschen auch. Ja, auch da gilt ja, dass Politik ziemlich komplex ist. Und aus meiner Sicht sind wir schon in einer dritten Welle drin. Also wir brauchen gar nicht mehr darüber nachzudenken, ob die kommt oder nicht, sondern die Mutation sorgt unter anderem auch dafür, dass wir zum Beispiel in Thüringen im Moment bei einer Inzidenz um knapp 130 sind. Ich weiß, das schockt nach wie vor viele, uns auch hier in Thüringen. Aber klar ist, dass es ein Fehler ist, der von Anfang an gemacht worden ist, dass nicht darauf bestanden wurde und sich auch die Bundesländer auch aus politischen Gründen und das jeweils vom anderen abzusetzen, sich nicht daran gehalten haben, bundeseinheitliche Maßnahmen immer gemeinsam zu beschließen und immer gemeinsam durchzuziehen. Möglicherweise wäre es ja auch eine Idee gewesen, schon vor einem Jahr einen Stufenplan auf den Weg zu bringen. Ein Stufenplan bundeseinheitlich bedeutet natürlich, sinkt die Inzidenz, kann geöffnet werden im Zweifel, steigt sie, wird wieder geschlossen. Aber es würde zumindest eine gewisse Sicherheit bringen und eine gewisse Verantwortung mit sich bringen, das auch zu verfolgen. Und wir hätten auch gleichzeitig nicht das Problem, dass diejenigen, die sich an alle Regeln halten, am Ende die sind, die in Pops gekniffen werden, gegenüber denen, die sich nicht an die Regeln halten, weil völlig klar ist, wie die Regeln sind und auch vor allen Dingen akzeptiert werden. Ich glaube, das macht auch den Leuten vor, der inklusive uns alle, dass wir in Bayern, in Hessen, in Thüringen völlig andere Regelungen haben. Du hast es ja angesprochen, die einen machen auf, die anderen lassen zu. Das hat viel mit Lobbyarbeit der entsprechenden Branchen zu tun. Das hat viel damit zu tun, wie auch die Bundesländer aufgestellt sind. Da ist Berlin natürlich nochmal was anderes als Thüringen oder Hessen. Zum Beispiel, was das ganze Thema Gartenmärkte und Baumärkte angeht, würde ich jetzt mal tippen, so geschossen. Aber es ist auch gar nicht mehr zu erklären, warum macht der Friseur auf und die Kosmetikerin nicht? Warum ist die Thai-Massage auf, aber ich darf nicht ins Fitnessstudio gehen? Das ist alles nicht erklärbar. Und deswegen ist, finde ich, ein Grundfehler, dass ein Stufenplan bundesweit nicht gilt und auch nicht bundesweit die Maßnahmen einheitlich sind, obwohl ich natürlich nachvollziehen kann, dass die Regionen auch zum Teil selber entscheiden können müssen. Also bei einer Inzidenz wie zum Beispiel in Lüneburg von 28 ist jetzt nicht mehr wirklich erklärbar, warum alles geschlossen ist, warum es Wechselunterricht gibt und. Und trotzdem muss man da einen Weg finden. Und das ist halt der schwierige Auftrag von uns in der Politik, den Interessenausgleich zu finden zwischen Gesundheitsschutz, sprich, was sagt die Wissenschaft, zwischen den berechtigten Bedürfnissen der Leute im Land und zwischen einer Wirtschaft, die darauf angewiesen ist, zu verkaufen und Profit zu machen. So. Und das ist jetzt in Deutschland mäßig gelungen. Was wir, finde ich, viel zu wenig diskutieren, noch als Punkt mal dazu, Janine hat es ja auch schon beschrieben, Gesundheitsämter, Ordnungsämter, der ganze öffentliche Dienst im kommunalen Bereich, auch zum Teil auf Landesebene, ist ja überhaupt nicht darauf vorbereitet, eine Pandemie tatsächlich zu bearbeiten und zu bewältigen. Wir haben in Thüringen bei den Amtsärzten fehlen bei uns 60 bis 80 Amtsärzte. Und das seit vielen, vielen Jahren. Und wir können das anmahnen, wir können Prämien zahlen als Land Thüringen. Wir bekommen die Ärzte nicht ins Land.
Das rächt sich jetzt sehr furchtbar. Und am Ende ist es nur ein Symptom dafür, dass wir den öffentlichen Dienst kaputt gespart haben, zumindest auf der kommunalen Ebene. Mhm. Und da die kommunale Ebene aber dafür da ist, am Ende die Maßnahmen umzusetzen, die Verordnungen durchzusetzen, die Widrigkeiten anzugehen, sind wir in einer fatalen, in einem fatalen Kreislauf, den man einfach durchbrechen muss. Also eine Aufgabe mit und nach dieser Krise ist, dass wir den öffentlichen Dienst wieder zu einem aktiven Dienst machen können, wo wir nicht nur darüber lachen, dass der Amtsschimmel wird, sondern dass tatsächlich das, was die Aufgaben sind, um Leuten ihr Leben zu ermöglichen, tatsächlich auch wieder von der Verwaltung, von den Beamtinnen, von denen, die für uns in der Politik die Maßnahmen umsetzen, tatsächlich in die Lage dazu versetzt werden. Und ich glaube, das ist ein Krebsschaden in dieser Pandemie. Ja, vielen Dank, Susanne. Genau, ich glaube auch, das, was die Menschen wirklich auch sehr unzufrieden macht, dass es keine mittel- und langfristige Planung gibt, sondern es wird alle 2-3 Wochen was Neues gebracht und es ist einfach nicht tragfähig und die Menschen werden einfach immer Unzufriedenheit, weil es keine Sicherheit gibt. Und ihr habt ja auch beide gesagt, dass wir eigentlich schon in der dritten Welle drinnen stecken und dass es so schnell auch nicht vorbei sein wird. Und da werden wir schon noch eine ganze Weile dran zu knabbern haben. Und ich komme jetzt mal noch zu einem anderen oder zu einem Thema, was wir eben auch schon mal so ein bisschen angeschnitten hatten. Da geht das Stichwort so Transformation der Arbeit. Jetzt mal unabhängig von Corona gibt es ja dann durchaus so Arbeitsgebiete, die einfach ja umgebaut werden. Und das beschäftigt hier auch einige Menschen. Und die fragen sich dann auch, ja, wie soll das denn so laufen, wenn man sich so anschaut, dass gewisse Arbeitsplätze zukünftig einfach wegfallen durch Digitalisierung oder wie auch immer. Wie kann man das auffangen? Haben dann wirklich noch, ist für alle Menschen noch genügend Arbeit da? Oder was wird sich dort verändern? Und da gibt es eine Frage von einem Menschen, der uns geschrieben hat, wäre es, das geht an Susanne, die Frage, wäre es denn denkbar, dass man eine Arbeitszeitverkürzung einfach für alle Menschen macht, um dadurch die Arbeit besser oder gerechter auch zu verteilen? Und wenn ja, wie sehen dann Finanzierungsmodelle dazu aus? Gleichzeitig ist es ja so, dass wir gerade in den systemrelevanten Berufen wie in der Pflege, in den Erziehungsberufen, ja, die bekommen alle jetzt Applaus, aber statt dass sie mehr Gehalt bekommen, sind wir weit von entfernt und das treibt hier so einige um und hätten da gerne Antworten. Also zunächst mal zu den Pflegenden. Mein Ministerpräsident Bodo Ramelow hat ja vor kurzem sehr schön gesagt, erst kommt das Klatschen und dann kommt die Klatsche. Wenn es um den Tarifvertrag geht, der Mitbewohner kommt gerade, wenn es um den Tarifvertrag geht, was die Pflege in der Altenpflege angeht, da gibt es da gibt es so viele Menschen, die sich um unsere Elterngeneration kümmern, die irgendwie mit Bonuszahlungen abgespeist werden sollen, aber nicht mit Tarifverträgen tatsächlich darüber wieder zu dem Wert ihrer Arbeit gebracht werden, den sie eigentlich verdienen. Dass die Caritas den Tarifvertrag hat platzen lassen, auch wenn sie einen Haustarifvertrag haben, ist das, finde ich, nach diesem Jahr und nach diesen 1,5 Jahren, wo es auch in der Altenpflege extrem schwierig war, tatsächlich die Menschen zu versorgen. Die Angehörigen konnten nicht unterstützen, die Angehörigen konnten nicht zu ihren Eltern, zu ihren Großeltern, was auch immer. Danach zu sagen, es gibt diesen Tarifvertrag als Zeichen nicht, den wir hätten auch bundesweit mit einem allgemeinverbindlichen Tarifvertrag umsetzen können. Das kann man gesetzlich einfach tun, das kann man als Bundesland tun, das kann man als Bundesrepublik tun. Das ist schon verheerend. Ich bin gespannt, was die evangelische Kirche als Träger jetzt dazu sagt. Da steht es ja noch aus. Insofern vielleicht als kurze Botschaft, 500 Euro Prämie oder 1500 einmalig ersetzt kein Tarifvertrag, der die Löhne grundsätzlich anhebt, um möglicherweise 500 Euro und der auch Beschäftigungsbedingungen regelt, wie Urlaub, wie Entlastung und. Das gehört dazu, damit wir auch Leute in diesem Bereich tatsächlich halten und gewinnen für die Pflege. Das Zweite,
Wir haben in Deutschland nach der Statistik mehr als 2 Milliarden Überstunden, die gemacht werden im Jahr. Wenn man das jetzt mal runterrechnet, oder als Gegenpol zu denjenigen, die langzeitarbeitslos sind, als Gegenteil zu denjenigen, die gerade ihre Jobs verlieren, wo es Transformationsprozesse geben wird und, dann sieht man schon, dass eine Arbeitszeitverkürzung vermutlich sehr viel Sinn macht. Es gab vor mehreren Jahren schon die Initiative der IG Metall auf 28-Stunden-Woche. Jetzt ist die IG Metall gerade im Arbeitskampf und es geht um gleichen Lohn in Ost und West bei einer 35-Stunden-Woche. Und aus meiner Sicht ist im 21. Jahrhundert, auch wenn man sich anschaut, wie sich das Leben auch von Menschen verändert hat, dass nämlich Menschen gar nicht mehr so sehr auf Karriere setzen, sondern sich um Familie kümmern wollen, um Freunde, um selbst das Leben zu genießen, ist eine Verkürzung von Arbeitszeit einfach Lebensqualität bei vollem Lohnausgleich. Dass das finanzierbar ist bei den Gewinnen, die auch unsere Unternehmen machen, dass das finanzierbar ist bei den Staatseinnahmen, die wir haben, auch für den eigenen öffentlichen Dienst, obwohl der ja in der Regel da nicht das Problem ist, ist auch klar. So, und dass wir auch gleichzeitig über eine Erhöhung des Mindestlohns reden müssen, von mindestens auf 13 Euro, auch um Altersarmut zu verhindern, sind Punkte, die jetzt an der Tagesordnung sein müssen, um tatsächlich Menschen das zu geben, was sie brauchen, nämlich Würde und den Wert ihrer Arbeit tatsächlich auch zu schätzen, wie er zu schätzen ist. Ja, vielen Dank, Susanne. Und an dich die Frage, Janine. Wir haben hier in Hessen nun auch Automobilindustrie, wir haben in Rüsselsheim Opel, wir haben in Baunatal VW und auch dort werden ja Arbeitsplätze gekürzt, Menschen verlieren ihre Arbeit. Und ja, die Linke steht ja nun auch eher für ÖPNV und weniger für den Individualverkehr, was ja perspektivisch bedeutet, dass wir gar nicht mehr so viel Autoindustrie brauchen. Und welche Wege bieten wir denn den Menschen an, die dort jetzt arbeiten? Was sollen die zukünftig dann machen? Naja, erstmal vorneweg ist es ja schon so, dass gerade eine ganze Menge Industriearbeitsplätze gerade auch in Hessen auf der Kippe stehen, dass Standorte geschlossen werden, Arbeitsplätze abgebaut werden und das erstmal natürlich jetzt auch mit der Corona-Krise gar nichts zu tun hat, weil die Corona-Krise jetzt missbraucht wird, weil der Zeitpunkt gerade günstig erscheint, die Giftlisten aus den Schreibtischen zu holen und eben jetzt diesen Stellenabbau auch zu forcieren. Und das sind teilweise Unternehmen, die wirklich monatelang Kurzarbeitergeld eingestrichen haben, also die Leute in Kurzarbeit geschickt haben, die auch Dividenden noch ausgeschüttet haben an ihre Aktionäre und immer noch Gewinne machen und trotzdem jetzt Arbeitsplätze abbauen. Und ich finde wichtig, dass die Linke deutlich macht, wir wollen Industriearbeitsplätze erhalten, wir wollen sie sichern, wir wollen sie vor allem zukunftsfest machen und deswegen, weil wir wissen, wir brauchen gute Arbeit in der Industrie, deswegen unterstützen wir ja auch die IG Metall jetzt in der gerade stattfindenden Tarifrunde im Kampf um gute Löhne. Und in dieser Krise sind ja eine ganze Menge Hilfsgelder auch geflossen. Ich finde es notwendig, dass die fließen und damit verbunden sind, nicht eine veraltete Technologie zu zementieren, sondern eben auch den Strukturwandel zu begleiten. Weil wir, wenn wir darüber reden, dass wir eine Energiewende wollen, dass wir eine Verkehrswende wollen, dann ist das ja auch ein Programm für die Industrie und dazu brauchen wir industrielle Arbeitsplätze. Und wir brauchen Konzepte und Ideen, wie wir eben die Industriearbeitsplätze auch gerade im Bereich der Automobilindustrie erhalten, wie wir sie zukunftssicher machen. Und dazu brauchen wir eben eine politische Flankierung. Also man kann das nicht einfach den Selbstregulierungsprozessen quasi überlassen, weil wir dann einfach sehen, dass das nicht funktioniert. Und diese Strategien brauchen wir. Natürlich, du hast das auch eben angesprochen mit der Frage der Digitalisierung, finde ich die Frage, die Susanne auch angesprochen hat, nämlich die Verteilung auch von Arbeitszeit. Also ich meine, wenn man durch Digitalisierung und andere Produktivitätsfortschritte eben die Möglichkeit hat, dass man in kürzerer Zeit das Gleiche herstellen kann, dann ist die kapitalistische Antwort darauf, die Hälfte verliert ihren Arbeitsplatz und die anderen arbeiten weiter wie zuvor. Während natürlich, wenn die Produktivitätsfortschritte allen Beschäftigten zugute kämen, man genauso gut sagen könnte, okay, wenn wir
produktiver werden, dann können wir alle weniger arbeiten und trotzdem das Gleiche verdienen, weil wir ja das Gleiche in kürzerer Zeit herstellen können. Und deswegen ist, glaube ich, mit der Digitalisierung sind eben einfach solche Ängste auch verbunden, weil eben diese Fortschritte nicht im Interesse der Beschäftigten genutzt werden, sondern eben Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren, damit die Dividenden am Ende noch steigen. Und das, finde ich, müssten Ansatzpunkte sein. Ich finde, wenn wir eben darüber reden, dass wir die Verkehrswende eben durchsetzen wollen, die Energiewende durchsetzen wollen, dafür eben auch die Arbeitsplätze zukunftssicher zu machen. Und ich meine, natürlich wissen wir auch, dass wir auf lange, also jetzt erstmal mittelfristig wird es ja nicht so sein, dass keine Autos mehr produziert werden, ja, und dass es überhaupt keine Autos mehr geben wird. Also auch wenn wir von autofreien Innenstädten zum Beispiel reden, in den Städten, dann bedeutet das ja, einen so guten ÖPNV zu haben, dass eben wirklich nur noch wie die Handwerker mit den Autos in die Innenstadt müssen oder die mobilen Pflegedienste oder die Menschen, die eine Mobilitätseinschränkung haben. Aber natürlich ist klar, dass im ländlichen Raum wir den ÖPNV ausbauen müssen, aber dass es da jetzt erstmal Menschen natürlich nicht auf ihr Auto verzichten können, weil sie sonst einfach nicht wegkommen. Da brauchen wir gute, integrierte Verkehrskonzepte, die eben auch eine Möglichkeit eröffnen, dass man eben nicht bis in die Innenstädte pendeln muss. Und natürlich muss das Ziel sein, auch eine Mobilität im ländlichen Raum ohne Angewiesenheit auf das Auto. Aber es ist eben auch nicht so, dass das jetzt über Nacht quasi ja keine Autos mehr produziert werden. Wichtig finde ich, dass man auch Druck macht auf die Automobilindustrie, dass nämlich nicht immer größere, nicht immer hochmotorisiertere Autos gebaut werden. Also dass mittlerweile jede fünfte Neuzulassung ungefähr ein SUV ist oder ich glaube sogar mittlerweile jede vierte. Das ist ein Riesenproblem. Also in Zeiten einer Klimakrise, wo wir über Luftreinhaltepläne in den Städten reden, so riesige Autos zu bauen, wo 2 Tonnen Blech 70 Kilo Mensch transportieren und in der Regel 23 Stunden am Tag rumstehen und in jeden Fahrradweg reinragen, weil sie viel zu breit sind. Das ist ein riesiges Problem und deswegen muss die Automobilindustrie auch gezwungen werden, eben nicht immer größere Autos zu bauen, bei den Abgaswerten nicht zu betrügen, sondern eben energieeffiziente Autos zu bauen und umweltfreundlichere Autos zu bauen und nicht einfach ein paar Elektroautos quasi als Feigenblatt und Greenwashing, um die SUVs da wieder auszugleichen. Ja, vielen Dank, Janine. Jetzt kommen wir mal zu einer Frage von einer Zuschauerin, die so ein bisschen ganz anderes Feld ist, also eines für uns als Linke. Ihr habt beim Parteitag von Aufbruch gesprochen und wie wollt ihr jetzt dafür Sorge tragen, dass der innerparteiliche Frieden entweder hergestellt wird oder erreicht wird und dann bleibt? Susanne, fang du mal an, bitte. Katja sagt gerade mehr für einer, aber so einfach ist es ja nicht. Also ich habe das Gefühl, dass unsere Partei tatsächlich eine große Sehnsucht danach hat, jetzt voranzuschreiten und tatsächlich loszulegen und weiterzukämpfen und gemeinsam die alten Konflikte zu überwinden. Und ich glaube, das schaffen wir auch gerade ziemlich gut. Auch unsere ersten 10 Tage, die erste volle Woche, die liefen, was das angeht, auch schon ziemlich wunderbar. Und wir haben natürlich ein eindeutiges Ziel. Und zwar wollen wir, dass die CDU aus der Regierung abgewählt wird. Und damit haben wir ein Ziel, was bedeutet, dass sich auch SPD und Grüne entweder zu ihrem jeweiligen Koalitionspartner verhalten müssen, beziehungsweise die CDU, die ja mit den Grünen liebäugelt, wo die Grünen erklären müssen, was sie eigentlich mit dieser korrupten und in allen Fasern kaputten CDU überhaupt anfangen wollen. So, und in dem Punkt kommen wir ins Spiel. Weil viele Sachen, die wir gerade besprochen haben, wenn es darum geht, eine Grundsicherung in Deutschland einzuführen, wird es mit der CDU nicht geben, die gibt es aber mit uns. Wenn es darum geht, tatsächlich Klimaschutz voranzubringen, dann gibt es mit uns zum Beispiel, dass wir milliardenschwere Subventionen in klimaschädliche Investitionen des Bundes in soziale Leistungen umlenken. Wenn es darum geht, Waffenexporte zu stoppen, dann geht das nur mit uns. Wenn es darum geht, tatsächlich auch für das gute Leben Cannabis frei käuflich zu machen. Das wird es nur mit uns geben. Wenn es darum geht, tatsächlich miteinander gut leben zu können, wenn es darum geht, ein Gesundheitssystem mit Bürgerversicherung und allem aufbauen zu können, dann geht das nur mit uns als Linke.
So, und ich finde, das sind gute Ziele, die wir ziemlich deutlich gemacht haben. Wir versuchen mit der gesamten Partei im Gespräch zu sein. Wir waren ja auch beide schon in der Bundestagsfraktion. Das war relativ entspannt und easy going. Wir sind uns einig, dass es jetzt vorangeht und alle gemeinsam für dasselbe kämpfen, nämlich dass es eine starke Linke gibt. Denn jetzt ist nicht die Zeit für Kompromisse, sondern jetzt geht es darum, klarzumachen, warum es eine starke Linke braucht. Und Janine, ich zitiere dich jetzt. Wir stehen für eine Regierung natürlich bereit, wenn die Inhalte stimmen. Alles andere ist sowieso Quatsch. Und wenn es soweit ist und das Fenster offen ist, dann sind wir da. Wenn das nicht gelingt, machen wir weiterhin Druck aus der Opposition. So. Aber Fakt ist, dass wir gerade ein Fenster öffnen. Die CDU tut uns gerade jeden Gefallen dieser Welt, sich selbst zu zerstören. Und in diese Nische wollen wir hier rein, hinein mit aller Kraft und tatsächlich mit einem progressiven Bündnis möglicherweise einen echten, richtigen, wichtigen Politikwechsel in der Bundesrepublik erreichen. Und dafür kann ich nur werben, da mitzumachen und alle Leute dafür zu begeistern, die man so trifft. Ja, vielen Dank, Susanne. Ich kann nur hoffen, dass das Gedächtnis der Wählerinnen und Wähler sehr lange anhält, dass es nicht vergessen wird, was da alles passiert ist. Aber du hast eben noch mal auch so zwei Stichworte gesagt. Viele Gespräche jetzt führen, mit der Partei ins Gespräch kommen, mit der Fraktion ins Gespräch kommen. Janine, was ist deine Antwort auf die Frage? Ja, ich kann da anschließen. Also die Linke wird gebraucht und die Linke hat eine Verantwortung. Und gerade in dieser Corona-Krise, wo die Ungleichheit, die soziale Ungleichheit weiter zunimmt, wird die Linke gebraucht als laute Stimme für soziale Gerechtigkeit. Wir sind doch die Partei der Mieterinnen und Mieter, die sich dafür einsetzt, dass es mehr bezahlbaren Wohnraum gibt, dass die Menschen nicht aus den Innenstädten verdrängt werden. Wir sind die Partei, die sagt, wir wollen nicht einfach zurück zum Normalzustand vor Corona, weil der Normalzustand, das war der Pflegenotstand in den Kliniken, das waren die Fallpauschalen, die Privatisierung von Krankenhäusern, der Pflegenotstand und unterbezahlte Pflegekräfte. Der Normalzustand, das waren marode Schulen und viel zu große Klassen und Lehrermangel. Wir wollen auch die Lehren auch aus dieser Pandemie ziehen und sagen, wir wollen zu einer solidarischen Gesellschaft, weg mit schwarzer Null und Schuldenbremse, endlich Reichtum umverteilen. Deswegen schlagen wir ja vor, eine Vermögensabgabe, die Vermögenssteuer einzuführen. Und wir wollen gut finanzierte Krankenhäuser in öffentlicher Hand, die Aufgabe haben, Menschen gesund zu machen und nicht Gewinne einzustreichen. Und wir brauchen natürlich bezahlbaren Wohnraum, denn Wohnungen sind kein Anlage- und Renditeobjekt, sondern Wohnen ist ein Menschenrecht. Und dafür kämpfen wir auch gerade jetzt im Kommunalwahlkampf in Hessen für die Frage eben einer konsequenten Klimaschutzpolitik. Und dafür wird die Linke gebraucht und dafür haben wir eine Verantwortung. Ja, und ich hoffe, dass wirklich vom Parteitag so ein bisschen so ein Signal des Aufbruchs ausgegangen ist. Wir haben eine ganze Menge Neueintritte in die Partei, über 350 Menschen, die neu eingetreten sind. Und das freut uns natürlich besonders, dass es eben, weil wir wollen auch ausstrahlen, wir sind eine Partei, bei der es super ist, mitzumachen. Also die Linke soll man wählen, das unbedingt. Also ab jetzt am Sonntag in Hessen bei der Kommunalwahl, natürlich auch in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz. Aber die Linke ist auch eine Partei, bei der man mitmachen sollte. Und wann, wenn nicht jetzt, ist es Zeit, eine Partei zu stärken, die eben genau für die laute Stimme für soziale Gerechtigkeit ist, die sich einsetzt gegen die Nazis innerhalb und außerhalb der Parlamente und sagt, wir wollen eine demokratische und grundsätzlich andere Gesellschaft, auch jenseits von Kapitalismus. Dazu wollen wir einladen als neue Vorsitzende und daran wollen wir arbeiten, dass die Linke stärker wird und auch besser, sich deutlich besser verankert. Und Ja, vielen Dank, Janine. Genau, du hast vorhin auch von durchaus vielen Neueintritten gesprochen und es sind auch diesmal viele Frauen dabei. Und ich finde, das macht auch Mut. Und wenn das auch dazu beiträgt, weil wir jetzt eine weibliche Doppelspitze haben, das ist ja nun auch ein Novum, dann ist das doch wirklich sehr ermutigend, wenn wir jetzt Frauen mehr dazu bringen, in die Politik zu gehen, sich einzumischen, mitzumachen und auch Verantwortung zu übernehmen, dann macht mir das auch Mut für die Zukunft. Ja, ich würde jetzt zu einer Schlussrunde kommen und euch beiden auch nochmal das Wort geben wollen. Janine, du hast es vorhin ja auch schon mal gesagt, wir wählen am kommenden Sonntag in Hessen, wir haben Kommunalwahlen.
Warum ist es, ja, gibt es gute Gründe, die Linke zu wählen? Und welche sind das aus deiner Sicht? Ja, ich denke, dass die Linke in vielen kommunalen Parlamenten in Hessen eine ganz wichtige Arbeit macht, weil wir nicht nur die Missstände benennen und Alternativen aufzeigen, sondern weil wir Ansprechpartnerin sind für die sozialen Bewegungen vor Ort, für die Mieterinitiativen, für die Gewerkschaften, für die Omas gegen Rechts und die Fridays for Future. Und das ist absolut notwendig, ja, dass wir da die Ansprechpartnerin eben auch vor Ort sind. Und dieser Wahlkampf war jetzt nicht einfach in dieser Corona-Situation, aber wir haben ja auch mit den Themen, die wir gesetzt haben, nochmal deutlich gemacht, wir wollen ein gut ausgestattetes Bildungssystem. Das heißt also Schulen, in denen Schülerinnen und Schüler sich wohlfühlen, die gut ausgestattet sind. Wir wollen mehr Kita-Plätze. Wir wollen die Verkehrswende durchsetzen. Und da geht es nicht um Verzicht, sondern es geht darum, einen Gewinn an Lebensqualität, weil die Menschen, die an den stark befahrenen Straßen wohnen und am meisten Abgase abbekommen, sind ja meist die, die sich keine anderen Wohnungen irgendwo im Grünen und in ruhiger Wohnlage leisten können. Wir wollen die öffentlichen Wohnungsgesellschaften stärken und wir wollen Kunst und Kultur vor Ort erhalten. Die Frage von Umverteilung von Reichtum, die stellt sich natürlich auch in den Kommunen. Und deshalb werbe ich sehr dafür und bitte sehr darum, am Sonntag die Linke zu wählen und in den Kommunalparlamenten die Linke stärker zu machen. Wir haben unglaublich viele engagierte Leute vor Ort. Das wäre wichtig, dass die Stimme der Linken in den Kommunalparlamenten, ob in der Stadt oder auf dem Land, dass die stärker wird eben. Da gibt es viele gute Gründe, die Linke zu wählen. Vielen Dank, Janine. Ja, Susanne, so ein bisschen kennst du Hessen ja auch. Thüringen-Hessen verbindet ja durchaus auch ja, so eine gewisse Freundschaft. Viele Partnerschaften gibt es. Von daher auch an dich die Frage, warum sollen die Wählerinnen und Wähler am Sonntag die Linke wählen hier in Hessen? Na, eins ist Fakt. Die Linke ist die Partei, die tatsächlich die Menschen in den Kommunen, also im Lebensort, wo wir alle unser Zuhause haben, jeweils am besten vertritt. So, da sagt Katja berechtigt, ich meine, ich war auch mal 8 Jahre im Kommunalparlament in Erfurt, deswegen können wir uns da ziemlich gut austauschen, weil es da ziemlich konkret wird. Da geht es darum, welche Schule kann eine Gemeinschaftsschule werden? Sprich, in welcher Schule können die Kinder von Klasse 1 bis 8 bis Klasse 1 bis 10 zusammenlernen, um auch Sozialverhalten zu lernen. Da geht es darum, dass die Kommune nicht das nächste mit dem nächsten Gewerbegebiet die Flächen versiegelt, sondern dass Freiräume geschaffen werden, wo Natur, wo Luft, wo tatsächlich Erholung auch im städtischen Raum, im ländlichen Raum gestattet werden kann. Da geht es darum, ganz konkret in den Landkreisen, in den ländlichen Kommunen, wann fahren wie die Busse. Wie kriegen wir das hin, dass unsere Leute mobil bleiben können? Da geht es darum, wie statte ich ein Gesundheitsamt aus? Wo kriege ich einen Amtsarzt her? Wer kann mich da unterstützen? Da geht es darum, wie ist denn das jetzt eigentlich mit den Eheschließungen? Wie entscheide ich denn das in der Corona-Zeit? Mache ich das einfach draußen und mache es möglich oder mache ich sowas nicht möglich? Also es sind ganz existenzielle Fragen, also Eheschließung vielleicht nicht, aber meine Mutter war Standesbeamtin, deswegen höre ich das öfter mal. Und ich will nur sagen, auf der kommunalen Ebene wird über das ganz normale Alltagsleben von uns allen entschieden. Und wenn wir sogar noch kommunale Stadtwerke haben, dann können wir darüber entscheiden, haben wir grünen Strom, können wir tatsächlich Wasser- und Stromsperren verhindern. Wie ist das eigentlich mit kommunalen Wohnungsbaugesellschaften? Über kommunale Wohnungsbaugesellschaften können wir Zwangsräumung verhindern in Obdachlosigkeit. Darüber können wir entscheiden, dass wir bezahlbaren Wohnraum haben und. Und es ist die Linke, die darauf achtet, dass wir alle leben können. Und das ist der entscheidende Punkt und dass wir alle miteinander leben können. Und deswegen braucht es die Linke in den Kommunalparlamenten. Und es gibt für mich überhaupt gar keine Alternative und keine Partei, die das leisten kann, was die Linke leisten kann. Ja, vielen Dank. Richtig viele gute Gründe, am Sonntag die Linke zu wählen. Und ja, je stärker die Linke, umso sozialer das Land. Dafür bitten wir am Sonntag um Ihre Stimme. Und mir bleibt jetzt zum Abschluss dieser Stunde nur einfach nochmal Danke zu sagen. Liebe Janine, liebe Susanne, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
hier zu sein, Rede und Antwort zu stehen. Ich bedanke mich auch noch an das Technikteam im Hintergrund, die man jetzt nicht sieht, aber die hier ganz schön zu tun hatten auch. Das sind einmal die Steffi, der Manuel, der Frank, der Nick und der Uwe. Herzlichen Dank für euren Support. Und mein Name ist Petra Heimer. Ich bin die Landesvorsitzende der Linken in Hessen. Und jetzt wünsche ich allen noch einen schönen Abend, einen guten Restwahlkampf und am Sonntag hoffentlich ein sehr gutes Ergebnis. Bis dahin. Tschüss.